Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Workshop Elementbau für Fortgeschrittene. Neben mir steht mein Kollege Peter Stahn Hallo. und mein Name ist Thomas Limberg und wir werden Ihnen gemeinsam hier einmal einige Neuheiten in der Version 28 zum Thema Elementbau und ja auch einige Tipps und Tricks präsentieren. Ja, und wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen. Die Punkte, die wir uns vorgenommen haben für den Workshop, zeige ich Ihnen einmal kurz. Und zwar Punkt 1 ist der Umbau von Knotendetails auf Hüllendetails. Das wollen wir einmal zeigen. Punkt 2, da gucken wir uns einmal die einzelnen Hüllendetails im Ergebnis an, zeigen da einmal kurz, was passiert ist. Und als Punkt 3 werden wir dann aus diesen Einzelhüllendetails ein zusammengefasstes sogenanntes All-Detail erstellen. Und der Punkt 4 schließlich, wo das Ganze dann zusammenläuft und was letztendlich der Grund ist, warum wir die ersten drei Punkte hier auch nochmal präsentieren, das ist die Umstellung auf variable Details. Wir werden das nachher nochmal so ein bisschen erläutern. Es zwingend erforderlich machen, dass Sie mit Hüllendetails arbeiten. Diese variablen Details funktionieren nicht mit knotenbasierten Details. Ja, und im Anschluss wechseln wir dann noch mal so ein bisschen den Bereich und stellen Ihnen dann noch eine Methode vor, mit der Sie sehr schnell ein End- und Open-Detail erzeugen können, um so vielleicht für Angebote dann sehr schnell eine Massenermittlung mit Hilfe des Elementbaus generieren zu können. Okay, also dann beginnen wir. Ich ziehe mir einmal eine 3D auf den Bildschirm. Und es geht darum, dass wir Knotendetails auf Hüllenbasis umbauen möchten. Wir holen einmal das raus hier. Und ja, wo finden wir die Details? Wir finden sie im User-Profil im Ordner Element. Und eine Funktion, die schon zur Version 28 neu eingeführt wurde, die aber vielleicht noch nicht jeder in Benutzung hat, die möchte ich hier noch einmal kurz vorstellen. Und zwar über Hinzufügen, Elementbau. Bei den Einstellungen, da gibt es hier die Schaltfläche Elementbau-Detail-Übersicht. Wenn ich das auswähle, dann öffnet sich hier so ein Fenster, in dem ich... Gibt es diese Funktion auch auf F-Taste? Ja, natürlich. Genau. Also ja, wie die meisten Funktionen gibt es diese Funktion auch auf F-Taste und kann dadurch natürlich dann sehr schnell auf den Bildschirm geholt werden. Wir sehen hier, wir springen direkt in unser Elementverzeichnis im User-Profil und ja, können da sofort einen Überblick gewinnen, welche Details hier vorliegen. Und wir haben hier auch so unterschiedliche Symbole, die so ein bisschen abweichen von dem, was normal im Windows Explorer gezeigt wird. Und die Erläuterungen dazu, die finden wir hier über diesen Info-Button. Da können wir das einmal einblenden und sehen hier, also die gelben Ordner, die zeigen uns ein Verzeichnis mit Details. Ist noch ein A mit in dem Symbol, dann ist es ein Verzeichnis, in dem sich auch ein All-Detail, also ein zusammengefasstes Detail befindet. Und dieser transparente Ordner, das ist einfach ein leerer Ordner, in dem noch nichts drin ist. Also hier auch mal habe ich einen exemplarisch angelegt. Und ein transparenter Ordner mit einem roten Ausrufezeichen, das ist ein Verzeichnis mit Inhalt, aber ohne Details. Also sind das eigentlich Ordner, die Sie so jetzt unmittelbar hier nicht weiter verwenden können. Aber die gelben Ordner, die können wir uns dann auch näher angucken. Und wenn wir da jetzt einmal auf den Holzrahmenbau 29 gehen, das ist das Detailverzeichnis, was wir mit ausliefern.
ist also mit All Detail und zwar ausschließlich mit All Detail und das kann ich hier auswählen. Dann wird mir im nächsten Fenster wird mir gezeigt, welche Details sich in dieser All-Datei befinden. Also wir haben hier ein Area, Edge, End, Line und Open Detail. Wir liefern keine T-Stöße mit aus. Wir liefern auch keine Decken- und Dach-Details mit aus. Darum also hier diese Auswahl. Und dann kann ich hier an der Stelle auch noch direkt etwas detaillierter da reingucken, indem ich jetzt hier beim Enddetail mal schaue, welche Wandsituationen sind hier enthalten. Das kann man hier dann auch noch entsprechend größer ziehen. Und dann sehen wir die ganzen Wandsituationen, die im Detail enthalten sind. Und auch das kann ich noch weiter aufschlüsseln. Also ich kann einmal direkt draufklicken und sehe dann im dritten Fenster die Bauteile, die in diesem Detail vorliegen. Ja, mit entsprechend Breite, Höhe und Material. Und wenn ich das aufklicke, dann bekomme ich hier auch noch die Hüllenwandstärke angezeigt, so dass man in seiner Detailsammlung da relativ einfach auf die Suche gehen kann, wenn man ein bestimmtes Detail sucht, ohne dass man jetzt die Details aufwendig öffnen und ja, im Detail suchen müsste. Ja, so kann man sich das halt sparen, die ganze Zeit die ganzen Details anzuklicken, durchzusuchen, nochmal ein Detail aufzumachen, direkt mit einem Doppelklick aufstarten, gucken, was sind denn da für Namen enthalten. Dann durchsucht man erstmal die ganzen Elemente, was für Namen denn da überhaupt drin sind. Hier hat man wirklich alle sehr schön an einer Stelle. Und ich kenne das immer, wenn ich eine Fenster irgendwo einfügen möchte und dann nehme ich ein Verzeichnis und denke dann so, Mensch, wie muss denn das jetzt Fenster jetzt heißen und so weiter. Und das kann ich hier schnell nachschauen und kann dann dementsprechend, ja, ich sehe, das ist Fenster, heißt das hier in dem Fall. Dann gibt es auch Haustür oder Tür und ob ich das jetzt Tür mit Ü oder mit UE nenne, das kann ich dementsprechend dann hier dann sofort sehen und brauche nicht sämtliche Details aufmachen. Ja, das ist also sehr wirklich übersichtlich, das Ganze. Ja, genau. Und ja, jetzt sehen Sie hier oben in roter Schrift das Verzeichnis dargestellt, in dem wir uns gerade befinden. Ist die Schrift rot, dann ist das jetzt ein Verzeichnis, was nicht als aktives Verzeichnis eingeschaltet ist. Sie sehen hier unten in der Kommentarzeile das aktuell eingestellte. Das ist das mit dem Namen Detailbaukasten. Und das, was wir uns jetzt, was wir gleich dann uns anschauen werden, das ist hier dieses Verzeichnis Knotendetails. Und wenn ich das umstellen möchte, dass also dieses Verzeichnis jetzt das aktive wird, dann kann ich hier auf Übernehmen drücken. Die rote Farbe verschwindet. Hier steht jetzt Knotendetails und auch hier unten ist der gleiche Name in der Kommentarzeile geschrieben. Ja, jetzt haben wir hier das Knotendetailverzeichnis. Da sehe ich zwar hier auch die Informationen, aber hier im zweiten und dritten Fenster, da kann ich das jetzt nicht anzeigen lassen, weil diese Funktionalität nur für Hüllendetails funktioniert. Also ein weiterer Grund, vielleicht seine Details umzubauen. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Und auch diesen Umbau von Knoten auf Hüllenbasis können wir direkt aus diesem Dialog heraus machen. Bevor wir das machen, schauen wir einmal, wie überhaupt die Details aussehen. Dafür müssen wir hier einmal das zusammengefasste Detail aushaken. Jetzt sehen wir alle Einzeldetails, die das CatWork kennt und können hier jetzt auswählen, welche wir öffnen möchten. Ich möchte mir einmal das Wandende anschauen und das Deckenende und kann die jetzt auch mit einem Klick dann gleichzeitig öffnen lassen, sodass das auch ein bisschen schneller geht, als wenn man das über das Menü einzeln hintereinander macht. So, ich hole das mal gerade auch hier rüber. Ja, wir sehen hier das Deckendetail und
Wir schauen einmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben zwei Beplankungen. Der Knoten liegt an der oberen Kante. Damals hat das, also nicht, ja, nicht nur damals, auch jetzt ist es so, dass wenn ich mit Knotendetails arbeite, dass dort, wo der Knoten ist, halt auch die Bundseite liegt, ne? Genau. Also das werden wir dann gleich auch im Ergebnis sehen. Und ja, was jetzt einmal überprüft nachkontrolliert werden muss, das ist die Hüllenstärke, die wir dann gleich erzeugen wollen. Und das können wir einmal hier nachmessen. Und zwar soll die Hülle von hier bis hier reichen. Das sind 280 mm. Die notiere ich mir jetzt auf einen Zettel, dass ich die auf jeden Fall gleich zur Hand habe. Ja, und kann dann aber das Detail schließen. Und das Gleiche machen wir dann auch noch beim Enddetail der Wände. So, dann messen wir die Wandstärke der ersten Wand. Das sind 160 mm. Das Gleiche machen wir bei der Außenwand. Und da merken wir uns 200 mm. So, das sind die drei Werte, die wir dann gleich nochmal brauchen werden. Und dann können wir auch das schließen. Und jetzt können wir hier aus dieser Elementbaudetailübersicht das Konvertieren anstoßen. Also hier haben wir die Schaltfläche zu Hüllendetails konvertieren. Das wähle ich aus. Ich springe in meinen Ordner Element im Userprofil und wähle mein Verzeichnis aus, Knotendetails. Und dann beginnt die Konvertierung, also zuerst die Analyse. Jetzt wird geschaut, was gibt es für Details, wie sind die aufgebaut. Und im nächsten Schritt wird dann eine Kopie erzeugt, also ihre Knotendetails, die werden jetzt nicht überschrieben, sondern die bleiben auf jeden Fall erhalten. So, das können wir bestätigen. Und jetzt kommen hier die Wandstärken. Also es wurden Wandstärken erkannt, aber Sie sehen hier ein Dropdown-Menü bei der Außenwand und bei der Innenwand. Also hier wurden unterschiedliche Wandstärken erkannt und darum haben wir das eben einmal kontrolliert. Jetzt können wir auswählen, die 200 mm, die sind richtig. Bei der Decke wurde nichts Abweichendes erkannt. Bei der Innenwand haben wir 120, 160. So, dann Okay. wäre das die korrekten Werte. Wenn der korrekte Wert, den Sie gemessen haben oder den Sie als Hülle erzeugen möchten, hier nicht erkannt wurde, haben Sie auch die Möglichkeit, den Wert selber einzugeben, indem Sie hier das Werte editieren freischalten. Und dann können Sie hier jetzt jeden Wert eingeben, der für Sie wichtig ist und richtig ist. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum er denn zwei Werte erkannt hat, es ist doch nur eine Wand, die da drin ist. Es kann vielleicht sein, dass Sie eine Wandöffnung erstellt haben, in der keine Plattenlage drauf ist, dass dort eventuell dann nur die Dicke der Öffnung mit analysiert wurde. Und da weiß das Programm von sich aus nicht, welche Dicke soll jetzt genommen werden, entweder von der Öffnung oder vom Ende. Oder Sie haben irgendwo noch ein Element rausstehen aus der Wand, dann kann es auch sein, dass Sie mehrere Möglichkeiten noch haben. Und hier müssten Sie in diesem Fall, wenn mehrere Sachen erkannt werden, auch dann den richtigen Wert hier eingeben, damit die Hüllen auf diesen Wert dann erstellt werden. Genau, also letztendlich haben wir ja diese Wand A1 in jedem Wanddetail einmal drin und die Hüllen, die wir in jedem Detail jetzt erzeugen, die müssen ja auf alle Fälle aufeinander abgestimmt sein und müssen überall dieselbe Stärke haben und darum hier einmal den Wert eintragen und dann geht es in die nächste Stufe. Jetzt werden die neuen Details geschrieben. Auch das geht relativ zügig. Die Details sind natürlich jetzt hier in dem Beispiel auch nicht so umfangreich. Wenn Sie da sehr komplexe Detailsammlungen haben, dann kann das natürlich auch schon mal ein paar Minuten dauern, bis das Ergebnis fertig ist.
Da brauchen Sie auch keine Angst haben, dass jetzt irgendwie das Knotendetail weg ist. Falls Sie meinen, oh, da könnte vielleicht doch irgendwas falsch laufen bei der Konvertierung. Hier ist es so, dass Sie bei der Erzeugung der Details, es wird dann direkt das Detail einmal kopiert, damit Sie eine Sicherungskopie haben, und es wird ein Punkt Note dahinter geschrieben, damit das eindeutig ersichtlich ist, dass das noch das alte Knotendetail ist. Dazu müssen wir jetzt den Dialog noch einmal neu öffnen. Und jetzt sehen wir, dass hier ein neuer Ordner angelegt wurde mit dem Namen Knotendetails.note. Da sind dann die alten Knotendetails drin. Und zusätzlich haben wir hier jetzt den eben schon angeschauten Ordner mit den Knotendetails. Hier sind jetzt allerdings die Hüllendetails drin. Und das können wir uns ja auch noch mal exemplarisch für das Wandende anschauen. Das öffne ich jetzt noch einmal kurz. Und dann sehen wir, der Knoten ist verschwunden und stattdessen sind Wandhüllen erzeugt worden. Und die Wandhüllen haben jetzt auch genau die Dicke, die wir dort eben angegeben haben, für die Außenwand die A1 200 mm und hier 160 mm. Und der Name wurde auch gleich an die Hülle mit vergeben. Genau, das ist ja auch maßgeblich wichtig, dass die Elementierung funktioniert. Name wurde übernommen. Gut, also dann können wir jetzt testen, ob das alles dann auch funktioniert, bei der Elementierung. Das Detail ist hier aktiv eingeschaltet. Naja, aber ich würde sagen, jetzt haben wir hier die Einzeldetails und der nächste Punkt, der ist ja gewesen, dass wir aus diesen Einzelhüllendetails ein zusammengefasstes Detail erzeugen wollen, damit wir eben nicht mehr diese ganzen Einzeldetails dann öffnen und Ja, bei Änderungen halt nicht durch jedes einzelne Detail klicken müssen. Das heißt, wenn man Einzeldetails hat und ich zum Beispiel bei einer Schwelle das Material oder die Dicke ändern möchte, interessanter wird es noch bei der Dicke. Das heißt, ich gehe durch meine Details, ändere die Dicke einer Schwelle oder eines Rahmens und vergesse vielleicht ein Detail. So kann es dann halt schnell vorkommen, dass dann die Elemente nicht mehr verschweißt werden können. Da macht es halt Sinn, ein All-Detail zu haben. Das heißt, ich habe eine Datei, in der alle Details nachher integriert sind. So kann ich einmal in X-Richtung schauen, einmal auf Strecken gehen. So kann ich die Dicke der Schwelle vielleicht strecken, inklusive aller Stiele dann mit auf einen Schlag. Und habe sofort alles geändert und muss nicht durch vielleicht vier, fünf, sechs unterschiedliche Details gehen, sodass ich wirklich alles innerhalb einer All-Datei habe. genau, also und dafür schalte ich hier oben wieder das zusammengefasste Detail ein. Wir haben noch keins drin in unserem Ordner, also das sieht man schon auf den ersten Blick, kein A ist hier zu sehen. Wenn ich jetzt aber trotzdem versuche, das Detail zu öffnen, dann funktioniert das auch und es wird mir ein neues leeres All 3DC erzeugt, geöffnet. Und in diesem kann ich jetzt direkt weiterarbeiten. Dieses All-Detail liegt jetzt direkt neben den anderen Einzeldetails. Genau, auch das werden wir dann gleich nochmal sehen. Wir können dann auch, wenn das jetzt hier gefüllt wurde mit den Details, dann können wir auch im Anschluss die Einzeldetails dann rauslöschen, sodass wir das Ganze dann auch schlank halten können und immer im richtigen landen. Also, wir sind im All 3DC. Wir gehen auf Hinzufügen, Elementbau, in die Einstellungen und wir möchten Details importieren. Und dann kriegen wir die Frage, bereits vorhandene Details löschen. Das ist hier jetzt irrelevant, weil noch nichts drin ist. Und dann werden die Details in dem Ordner
mir jetzt importiert, eingelesen und auch sofort an die richtige Stelle verschoben. Und zwar blende ich jetzt einmal alles ein. Sehe ich hier jetzt, ja, alles wurde hier zusammengefügt, also aus allen Einzeldetails. Wir sehen hier hinten die Deckendetails, wir sehen T-Stöße, Open, Ecken, alles ist hier enthalten. Und das Ganze ist hier jetzt auch schon richtig zugeordnet. Anstatt der Einzeldetails haben wir jetzt die Detailsituation hier in den Szenen. Also wenn ich hier jetzt auf die Edge-Szene gehe, dann werden mir hier die Ecken angezeigt. Das gleiche für End. Wenn man zum Beispiel nur ein neues End-Detail nochmal neu anlegen möchte, dann brauche ich nicht alle Elemente da einblenden, dann konzentriere ich mich dann auf das jeweilige Detail. Genau, okay. So, das ist passiert und damit wir damit auch arbeiten können, ist es jetzt natürlich erforderlich, dass wir das einmal speichern. Sternchen verschwindet hier oben, also die Datei ist gesichert und ja, ist jetzt bereit zum Einsatz. Und jetzt gucken wir uns das dann noch einmal hier kurz an. Speichern. Wir sehen jetzt hier auch das A, also das All-Detail ist erstellt. Und ja, wir können das im Grunde genommen sofort löschen. Das können wir auch im Anschluss machen. Das ist jetzt auch hier nicht so wichtig. Ich würde jetzt hier einen Testdurchlauf machen. Ich habe mir da... Ich bin in der falschen Datei, sehe ich gerade. So. Wir wollen jetzt mal einen Testdurchlauf machen. Warte, 2 Sekunden. So, jetzt habe ich hier die richtige Datei. Hier habe ich mir einen Testgrundriss angelegt, auf eine Szene gelegt und werde den jetzt einmal hier durchelementieren. Mit Alt-E. Und ja, die Berechnung ist fertig. Und wir sehen, das sieht gut aus. Es gab keine Meldung, also wurde alles erkannt und es wurde alles elementiert. Ich schaue mir hier mal so ein paar Punkte an. Ich habe hier einen T-Stoß. Die Ecke sieht vernünftig aus. Ja, das sieht alles gut aus. Genau, und so braucht man keine Angst haben. Also der Umbau von Knoten auf Hüllenbasis in ein All-Detail ist eigentlich wirklich halbautomatisiert, würde ich mal fast sagen. Noch ein Vorteil einer All-Datei ist zum Beispiel auch, dass Sie das Erdgeschoss und das Dachgeschoss übereinander konstruieren können, wo Sie eventuell sogar noch dazwischen die Decke konstruieren als Detail, damit Sie wirklich das übereinander konstruieren können. Das ging in Knotenbasis auch nicht, auf Knotenbasis. Und da haben Sie wirklich auch die Möglichkeit, dann die Übergänge auch genauer zu konstruieren. Okay, also das hat funktioniert. Jetzt gucken wir uns das Gleiche mal mit unterschiedlichen Wandstärken an. Also ich habe hier nochmal den gleichen Grundriss und habe jetzt aber eine Innenwand nach links kopiert. Die habe ich dicker gestreckt, also die ist jetzt dicker als die eigentliche Innenwand. Und das Gleiche habe ich hier auch für diese und für diese Außenwand gemacht. Auch die ist dicker. Sie sehen hier, dass das Ganze über die Bodenplatte übersteht. Um das Maß ist das Ganze dicker geworden. Und jetzt wollen wir uns dann einmal anschauen,
wie das Ganze sich verhält, wenn ich variable Elementierung einschalte. Ja, das Ganze machen wir vielleicht mal in drei Schritten. Erster Schritt, ich elementiere Ist das. das eingestellt, variable Detail? Nein, ist noch nicht eingestellt. Also Ah. das zeigen wir einmal, ohne dass die variablen Details eingestellt sind. Und auch jetzt wird natürlich über den Wandnamen die Wand erkannt und auch elementiert. Aber einfach ausgehend von der Bundseite mit dem Aufbau hier wird nichts gestreckt und angepasst, sondern die Wand ist schlicht und ergreifend nicht kompatibel mit der Hülle. Genau, die legt sich an die Bundseite mit der Bundseite des Details, wird die hier an die Bundseite gelegt und wird dementsprechend so elementiert. Genau, und dann wäre der nächste Schritt, dass wir das Ganze jetzt mal im Elementbau umschalten, bei den Einstellungen, dass wir die variablen Details nutzen möchten. Da kriegen wir eine Meldung, die auch nochmal das bestätigt, was wir vorhin schon erwähnt hatten, dass nämlich das Ganze nur mit Hüllen funktioniert und dass alle Elemente in der Hülle liegen müssen. Auch das ist wichtig, dass eben die variablen Schichten da korrekt erkannt werden können. So, jetzt haben wir aber ja hier noch keinerlei neuen Einstellungen vorgenommen. Wir haben das bestehende Detail und berechnen das mit variabler Stärke. Und können jetzt quasi den Stand der variablen Anpassungen in der Version 28 sehen, nämlich dass hier das Riegelwerk auf jeden Fall angepasst wurde. Was aber nicht passt, das sind die Schichten, also die OSB, die beidseitige, die ist hier mittendrin, also an unpassender Stelle. Das Riegelwerk, das ist allerdings tatsächlich schon angepasst worden. Und das Gleiche oder ja ähnlich sehen wir das auch hier in der Ecke, wo der Übergang ist, wo also da die variable Dicke angewandt wurde. Ich blende einmal die Hüllen aus, dass wir uns auf die Schichten konzentrieren können und wir sehen, die Platten stehen über, also hier passt das mit der Länge der Platten nicht. Auch hier sehen wir, dass die OSB-Platte in die Nachbarwand reinragt und auch das RAM bzw. die Schwelle der gegenlaufenden Wand ist hier nicht passend. Wenn wir uns das hier angucken, wo zwei variable Wände stoßen, auch hier sehen wir, ja, das Ergebnis geht in die richtige Richtung, ist aber einfach noch nicht perfekt. Aus diesem Grunde, da sind Rückmeldungen gekommen innerhalb der Version 28, dass halt da noch Anforderungen fehlen bei solchen Geschichten, ob dann eine Plattenschicht dementsprechend gestreckt wird oder verschoben wird oder sonst irgendwas. Also hier wurde halt das Ganze noch erweitert in Version 19, 29 mit einem kompletten mit einer neuen Registerkarte in dem Elementbaudialog, wo dann halt einige Einstellungen noch ergänzt werden. Genau, und das werden wir uns jetzt dann einmal anschauen. Also ich habe mir im Vorfeld hier einmal das Hüllendetail komplett umgebaut auf die Einstellungen mit den variablen Dicken. Dafür können wir jetzt dieses Detail einmal als aktiv schalten. Und ja, ich kann es auch schon mal im Hintergrund öffnen, dass wir da uns dann auch direkt gleich die Einstellungen anschauen können. Möchte dann jetzt aber einmal mit diesen Einstellungen die Elementierung nochmal wiederholen. Da müsste ich natürlich die Hüllen wieder einblenden. Und dann sehen wir jetzt,
das Ergebnis mit den neuen Einstellungen. Und wir sehen hier bei der Innenwand, füllen wieder raus, dass die Beplankungen an der richtigen Stelle sitzen. Die Wandstärke wurde angepasst. Und beim T-Stoß sitzt das Element auch direkt in der Mitte. Genau, das ist hier auch noch entscheidend. Also das T-Anschlussstück ist wirklich in der Mit Mitte verschoben. geblieben. Also es ist verschoben worden und orientiert sich an der Mitte der Innenwandelemente, sodass das eben genauso mittig sitzt wie hier bei der normalen herkömmlichen Wand. Und auch die Ecken, da wo wir eben gesehen hatten, dass OSB-Platten überstehen und die Schwelle Rähm in die Konstruktion reinragt, da ist hier jetzt das Ergebnis so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Die Wandstärken passen, die Plattenstöße sind alle da, wo sie hingehören, nämlich genau auf der Pfostenachse. Auch hier, wo zwei variable Wände aneinanderstoßen, ist alles so, wie es sein soll. Genau. Und ja, das Gleiche dann Genau. auch hier Und auch unten. hier in der Ecke hat man nochmal gesehen, dass auch die Platte von der vertikalen Wand auch oben mit der Dicke der horizontalen Wand länger gestreckt wurde. Ist gestreckt oder verschoben? Wahrscheinlich Ja, gestreckt. letztendlich, Klick mal an ganz kurz. Oder na, gucken wir uns gleich ja, wir an. gucken da einmal rein. Ich glaube, es ist verschoben. Mit der Stärke der Hülle verschieben. Genau, das heißt, das Und ist mit der Länge der Hülle verschieben. eine fixe Länge, fixe Breite der Platte und dann wurde die halt verschoben und da beginnt dann das Raster dementsprechend. Das heißt, das ganze Raster ist dann innerhalb der Wand auch angepasst worden. Genau. Letztendlich dieser Pfosten, der hat auch die Einstellung, dass er verschoben wird. Nee, hat er hier nicht, weil er es hier auch nicht braucht. Genau, der Pfosten, der bleibt ausgehend von der Bundseite. Bei der durchlaufenden Wand, da muss er verschoben werden. Mit der Länge der Hülle wird der Pfosten verschoben, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, dass die volle Platte dann auch dann ihren Stoß auf einem Pfostenverteiler bekommt. Ja, also dann wollten wir uns das ja mal im Detail betrachten und können das jetzt mal exemplarisch bei den Ecken, ja, ich würde sagen, bei der Außenwand gucken wir uns das mal an. Wir haben im unteren Beispiel die Bundseite auf der Innenseite und wir haben ja eine Ecksituation. Was meistens eine Außenecke ist. Ich glaube, zu 90% der Leute haben die Bundseite innen. Das ist meistens die erste Seite, die beplankt wird. Und ja, das ist sozusagen eine Außenecke. Und im Gegensatz dazu haben wir hier eine Innenecke, wo die Bundseite eben auf der Außenseite liegt. Und letztendlich ist jetzt der große Unterschied bei den Einstellungen für die variablen Details, dass wir jede Ecksituation für sich betrachten müssen. Und ich werde dazu jetzt mal gerade noch eine Übersichtsskizze zeigen. Kleinen Moment. So, ich habe das jetzt hier einmal exemplarisch für die Ecksituation mir hier einmal so aufgezeichnet. Wir haben hier eine Außenecke und eine Innenecke. Also das heißt, hier die Bundseite, bei der Außenecke ist die Bundseite raumseitig, also quasi innen.
bei der Innenecke andersrum. Also hier die breite Schicht ist die Putzträgerplatte, die dünne Schicht ist die Innenbeplankung, ja, USB oder ähnliches. So, jetzt werden die Wände dicker und es ist Stand jetzt so, dass die variable Schicht, wenn wir über die variable Schicht reden, reden wir über das Riegelwerk. Also das Riegelwerk ist unsere Schicht, die letztendlich die Abmessungen ändert. Das heißt, wir haben immer eine Schicht, mit der im Grunde genommen nichts passiert. Dann haben wir das Riegelwerk, was dicker werden muss, eventuell auch länger werden muss. Und wir haben die Beplankung, die danach kommt, und die muss entsprechend verschoben werden, mit dem Wert, mit dem die Riegelwerksschicht eben dicker wird. Haben wir das bei der Außenecke? Die zwei Hüllen laufen zusammen, stoßen sich in der Ecke, und da, wo sich diese beiden Hüllen mit der Bundseite stoßen, da sehen wir hier so einen roten Knoten. Dieser Knoten, das ist ja ein virtueller Punkt. Also das ist kein Knoten, den Sie in irgendeinem Detail einfügen müssen oder wiederfinden oder so, sondern das ist eigentlich ein gedanklicher virtueller Genau. Bezugspunkt. Ein Referenzpunkt, der wirklich ausschlaggebend ist für die weiteren Bearbeitung der Schichten, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Also für die Programmierung, die ja irgendwo da im Hintergrund läuft, ist dieser Punkt maßgebend. Und dieser Punkt ist immer in der Ecke, wo sich diese Wandhüllen zuerst treffen. Und das ist eben bei der Außenecke hier in der im Buntseitenschnittpunkt. Wenn es eine Innenecke ist, wo die Buntseite außen liegt, dann ist der Schnittpunkt auch wieder in diesem ja, In der Innenecke, genau. Inneneckbereich, aber eben nicht mehr auf der Buntseite. Also der Bezugspunkt ist immer in dem engsten Punkt, in dem kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn man es vielleicht so bezeichnen kann, zwischen den zwei Hüllen. Und das hat zur Folge, wenn wir uns jetzt mal hier das linke Beispiel anschauen, dass wir das Riegelwerk variabel haben und das Riegelwerk muss die Stärke ändern. Also das Riegelwerk wird gestreckt, sodass es eben das neue Maß komplett abdeckt. Das gilt für beide Wände, also für die hier vertikal gezeichnete durchlaufende Wand, genauso wie für die gegenlaufende horizontale Wand. Die erste Beplankung, die zwischen dem Bezugspunkt und dem Riegelwerk liegt, mit der muss gar nichts passieren. Also die bleibt an der Bundseite und Ändert sich nicht. unabhängig davon, ob das jetzt variabel ist oder nicht oder ob sich die Stärke ändert oder nicht, ändert sich an der Schicht nichts. Dadurch, dass sich die variable Schicht, das Riegelwerk verändert, muss die nachfolgende Schicht, egal ob das jetzt eine oder drei oder fünf Schichten sind, die müssen sich entsprechend nach außen verschieben und gegebenenfalls müssen die sich auch in Wandlänge verändern. Entweder verschieben oder strecken. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, ja, wie ich die Schicht elementiere. Ist es eine Schicht, die verschweißt wird, dann kann die gestreckt werden. Eine Schicht, die verteilt werden soll, die muss dann entsprechend verschoben werden, damit der Stoß der Platte eben wieder auf einem Verteilstoß im Riegelwerk landet. Bei der Innenecke sieht die ganze Angelegenheit genau andersrum aus. Hier ist also die Außenbeplankung der Wand, die Holzweichfaser-Putzträgerplatte. Das ist die Wand, die unverändert bleibt. Das Riegelwerk verändert sich wieder in Stärke und Länge. Und diesmal ist es die Buntseitenbeplankung, die verschoben werden muss.
und sich eben auch in der Länge anpasst, also entweder gestreckt oder verschoben wird. Das hat für uns zur Folge, wenn wir die Einstellungen vornehmen, dass wir die nicht so, wie wir das vielleicht gewohnt sind vom herkömmlichen Holzrahmenbau, dass wir die Einstellungen einfach auf dem Enddetail übernehmen und weiter kopieren können, sondern wir müssen hier wirklich für jede Detailsituation das separat betrachten. Also schon bei den Ecken macht es einen Unterschied, ob ich eine Außenecke oder eine Innenecke habe. Ja, bei Innenwandaufbauten haben wir ja sowieso noch dann die Möglichkeit, dass wir vier unterschiedliche Ecksituationen haben. Und da muss man sich wirklich Detail für Detail angucken und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Das gleiche Prinzip gibt es dann eben auch bei den T-Stößen. Auch da gibt es diesen Bezugspunkt, der auch dort immer in dem Bereich liegt, wo die Hüllen zusammentreffen und auch hier unabhängig davon, wo die Bundseite dann jeweils platziert ist. Genau, wo ich jetzt hier bin, ich weiß nicht, hattest du das schon gesagt, auf jeden Fall wichtig ist auch, dass die Wandhülle, also dass alle Elemente komplett innerhalb der Wandhülle liegen müssen und nicht irgendwie rausstehen aus der Hülle. Das heißt, die Wandhülle muss umschließend um alle Elemente sein, damit das Programm das auch erkennt, was mit diesen Elementen gemacht werden soll und um welchen Wert es dann halt verstreckt wird oder verschoben. Genau, und wir hatten vorhin ja auch kurz diese Meldung gesehen, als wir, ich weiß gar nicht genau an welcher Stelle, aber dass wir darauf hingewiesen wurden, als wir die variablen Details eingestellt haben, genau, dass eben alle Elemente innerhalb der Hülle liegen müssen. Jetzt kam schon öfter mal die Frage, ja, gilt das auch in Wandlänge? Also bei einem Eckanschluss ist es ja manchmal so, dass der Endpfosten der gegenlaufenden Wand schon außerhalb der Hülle liegt, wenn man viele Schichten hat und dann schon innerhalb der Nachbarhülle platziert ist. Das ist damit eigentlich nicht, also das ist nicht problematisch, sondern dieses innerhalb der Hülle, das bezieht sich auf die Hüllenstärke. Also die Anwender, die ja gerne ihre Wandhülle nur aufs Riegelwerk beziehen und dann die Schichten außerhalb der Wandhülle platzieren im Elementdetail, die müssen sich, wenn sie die variablen Details nutzen wollen, da ein bisschen umorientieren und sollten dann ihre Details dementsprechend umbauen. Gut, also wir gucken uns das Ganze dann jetzt einmal im Detail an. Wir haben hier das Eckdetail Machen wir erstmal die und normale Außenecke. Fangen wir genau, fangen wir mit der normalen Außenecke an, also Bundseite auf der Innenseite. Und wir haben, ich mache das Ganze mal im Drahtlinienmodus, wir haben also hier die Beplankung, die am Bezugspunkt liegt, der Bezugspunkt, den muss ich mir also hier an dieser Stelle denken. Und wir haben hier die erste Beplankungsschicht. Und ja, wir schauen uns an. Also das ist das Eigenschaftsfenster, was Sie alle kennen. Und neu jetzt zur Version 29 für die variablen Hüllenstärken ist da eine weitere ein weiteres Menü dazugekommen. Und wir sehen hier, ist jetzt ausgewählt, Element und Position aus Detail übernehmen. Variable Dicke wird nicht benutzt. Also, wir hatten ja eben schon gesehen, mit dem Detail muss eigentlich, mit dem Bauteil muss nichts passieren. Das kann so platziert bleiben wie bisher. Wenn ich diesen Haken einschalte, dann werden automatisch alle anderen Haken ausgegraut. Also jetzt sind die anderen Funktionen hier nicht mehr anwendbar. Nehme ich den Haken raus,
Dann kann ich hier jetzt auch die anderen Funktionen einschalten und je nachdem, was ich auswähle, werden dann wieder gewisse Funktionen ausgegraut, die dann einfach zu Komplikationen oder die sich gegenseitig ausschließen bei der Berechnung. Das werden Sie jetzt auch in einem weiteren Verlauf dann immer wieder sehen, dass da eben gewisse Schaltflächen ausgegraut sind. Also das war die erste Schicht, das ist dann hier auch nochmal das Gleiche. Nee, es ist hier nicht genau das Gleiche, Nee, nee, die muss ja weil wir verschoben, hier, ne? genau, hier ist es jetzt ein bisschen anders als in unserem Schaubild vorhin. Diese Platte läuft durch bis ans Ende der Wand und endet nicht hier in der Bezugsecke. Dadurch muss sich diese Schicht verlängern, wenn diese Wand dicker wird. Also die Wand wird dicker und dann muss diese Wand nach oben rutschen. Und zwar muss sie verschoben werden zusammen mit diesem Pfosten. Also dieser Verteilpfosten, der muss ebenfalls die Funktion 106 drin haben, Element mit Länge der Hülle verschieben, so dass letztendlich die Verteilung von Platten mit einer Breite 1,25 m, dass da gewährleistet ist, dass der Stoß immer auf einem Pfosten landet. Genau, die Platte auch nochmal anklicken. Die müsste ja die gleichen Einstellungen, die Platte, die hast du schon, die hier, Diese? ja, die innere. Ja. Genau, die hat die gleichen Einstellungen Genau, mit Länge ja. der Hülle verschieben. Und bei der, also die, das Riegelwerk muss natürlich auf jeden Fall nicht nur verschoben werden, sondern es muss dann immer auch mit Stärke der Hülle gestreckt werden. Naja, immer vielleicht auch nicht, weil dieser Pfosten ist im Riegelwerk, aber den möchte ich natürlich nicht mit einer Wanddickenveränderung strecken, sondern den möchte ich nur mit der Längenänderung der Hülle strecken. Also der Pfosten ist ja hier quergestellt zur Befestigung dieser Platte. Ich meine, in dem Detail könnte man jetzt darüber streiten, ob man den Pfosten braucht oder nicht. Ich würde fast darauf verzichten wollen. Aber gut, wenn man ihn hat, dann möchte man auf jeden Fall, dass er von dem Querschnitt so ist, dass man hier auf der Raumseite da auch was befestigen kann. Wird diese Wand jetzt immer dicker, dann würde dieser Pfosten mit seinem Querschnitt irgendwann hinter dieser Ecke verschwinden und muss deswegen auch entsprechend dicker gestreckt werden. In Längenrichtung, genau. Genau, in Längenrichtung. Ja, und hier auf der Außenseite wird es dann eben verschoben. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht alles nochmal im Detail angucken. Gucken wir uns lieber nochmal das T-Stoßdetail an, weil da ist es ja dann nochmal interessant zu sehen, wie das hier mit diesen Anschlusspfosten funktioniert. Ich hole das mal hier ein bisschen rein. Dieser Pfosten, der soll auf jeden Fall immer mittig von der anschließenden Wand bleiben. Jetzt ist dieser ja in einer anderen Wand, also der Bezug von der Außenwand zu der anschließenden Innenwand, der muss jetzt irgendwo hergestellt werden. Und wir schauen uns einmal an, über Steuerung E, wie das passiert. Und zwar hat er jetzt zum ersten, dass er eben in Stärke der Hülle gestreckt wird. Das ist aber noch von der Partnerwand völlig losgelöst. Also wird diese Außenwand dicker, dann muss dieser Pfosten dicker werden. Die zweite Funktion ist aber, dass das Element in der Mitte der Schicht der Partnerwand behalten wird. Und in der Mitte welcher Schicht, das muss ich jetzt einmal definieren. Und hier ist es eben das Riegelwerk. Jetzt ist nur noch zu definieren, ja, wo kommt diese Information her? Und diese Information, die hängt jetzt tatsächlich an der Partnerwand, also an der Innenwand.
Gucken wir uns das einmal an. Wir holen uns das mal alleine her. So, hier haben wir die Partnerwand und die untere Schwelle. Die habe ich hier als Hauptelement definiert. Also das ist einfach das Element, was für diese Wand vorgibt, welches ist das variable Detail. Und dann muss ich zusätzlich noch einen eindeutigen Schichtnamen vergeben. Und dieser Schichtname ist hier eingetragen mit Riegelwerk. Kleiner Hinweis, achten Sie darauf, auf die Schreibweise, also lieber ein bisschen einfacher formulieren. Mir ist es selber schon passiert, dass ich dann einen Buchstabendreher drin hatte und Reigelwerk statt Riegelwerk geschrieben hatte und dann hat die ganze Elementierung nicht mehr funktioniert und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich den Fehler gefunden habe. Also vielleicht RW würde dann auch ausreichen, es muss halt nur eindeutig sein. Und ja, dieser Bezug, der ist hier gegeben und somit ist dann gewährleistet, egal wie dick diese Innenwand wird, die hat natürlich für sich dann auch wieder die Einstellungen, dass die Elemente gestreckt, verschoben und ja, beibehalten werden. Aber ja, mit den Einstellungen ist es dann ausreichend gewährleistet, dass der Anschlusspfosten und letztendlich auch eventuelle VBAs, die Sie hier dann noch vertikal verteilen lassen, dass die sich eben an der Wandstärke der Innenwand orientieren. Gut, also ich hätte gesagt, das soll es jetzt erstmal so als Überblick sein für die variablen Details. Ja, da brauchen wir uns jetzt sicherlich nicht jeden einzelnen Knoten und Punkt anschauen. Was wichtig ist, was Sie sich so für Ihre eigenen Einstellungen erstmal merken sollten, dass Sie sich diesen Bezugspunkt vorstellen und im jeweiligen Detail wiederfinden, gedanklich. Und Ecke für Ecke ausbilden. Also wirklich eine Ecke einstellen und ausprobieren, bis sie läuft, dann die nächste Ecke einstellen und immer wirklich kleine Situationen als Testdatei anlegen, damit man diesen einen Fall überprüfen kann und dann kommt die nächste Ecke dran und so weiter. Probieren Sie es einfach aus, testen Sie, wenn Fragen sind, ja, würde ich an den Support Genau, also wenn es da verweisen. zu Schwierigkeiten und ja, zu nicht erklärbaren Phänomenen kommen, dann melden Sie sich und dann gucken wir gemeinsam drauf. Und ja, bisher haben wir noch immer alles irgendwie in den Griff bekommen. Und wir unterstützen Sie da auf jeden Fall immer gerne. Gut, also dann lassen wir das erstmal so stehen und Kommen zum letzten Punkt. kommen zum letzten Punkt, dass wir Ihnen einmal kurz eine, ich hole das mal gerade nach vorne. So, dann kommen wir jetzt zum fünften und letzten Punkt unseres Workshops, das Vorstellen einer Methode, um schnell ein End- und Open-Detail zu erzeugen. Dafür hole ich mir hier auch wieder eine leere Datei nach vorne und öffne meine Elementbaudetailübersicht. Und wir sehen hier den Ordner Detailbaukasten. Ja, da sind jetzt verschiedene Sachen drin, aber uns geht es ums All-Detail. Das können wir hier einmal direkt öffnen, um zu schauen, wie dieser Baukasten aufgebaut ist. Und sehen, dass wir hier für verschiedene Wandstärken ja, hier exemplarische Baukastenelemente für ein Enddetail und hier auf der rechten Seite für das entsprechende Open-Detail haben. Und auch die Beplankungen, die ja, jetzt hier in unserem Betrieb zum Einsatz kommen. Und daraus können wir jetzt sehr schnell einfach über Kopieren die entsprechenden Bauteile uns zusammensetzen. Genau, das ist nur mal eine Idee, wie Sie
auf Kundenanfragen reagieren können. Das heißt, der Kunde sagt, also Sie haben jetzt gegebenenfalls einen Betrieb und da kommen die Kunden und können sich ihren Wandaufbau selber auswählen und Sie müssten dann jedes Mal wieder ein neues Detail für diese Kunden erstellen. So können Sie sich mit Ihren Standardwerten, Standardprofilwerten der Hölzer und so weiter, Standardmaterialien schon mal solch ein Baukastensystem anlegen, um halt schneller solch ein Detail zu erstellen. An diesen, wie zum Beispiel in diesen Riegelwerken, an diesen Elementen sind schon sämtliche Elementbaueinstellungen hinterlegt. Wenn du mal einfach ein RAM anklickst mit Steuerung E, dann sieht man, dass alle Elemente schon voreingestellt sind. Das ist ein RAM, wird verschoben und so weiter, Alpha-Schweiß in Achsrichtungen. Und die ganzen Plattenschichten haben wir auch Plattenschichten mit Luft, ohne Luft, mit Schneiden einer Fläche. Wir haben eine Fassade vorne schon gleich mit Trapez, nee, was haben wir da? Also mit Unterkonstruktion gleich. Diese Fassade werden wir gleich auch einmal nutzen mit Rhombeschalung und dementsprechend können Sie einfach mit diesem System einfach auf die jeweilige Anfrage reagieren und schnell ein Detail erstellen. Okay, genau. Also das kann natürlich auch durchaus noch umfangreicher sein als das, was wir hier zeigen. Aber bevor wir da jetzt anfangen, ja, zu konstruieren, zu basteln, erstellen wir uns als erstes mal eine Kopie. Stellen wir uns vor, ein Kunde kommt und sagt, ich möchte jetzt ein spezielles Detail haben. Dann ändern sich jetzt Sie jetzt nicht Ihr Baukasten, sondern Sie kopieren den einfach. Ja, und das können wir hier auch in der Übersicht machen, in dem Dialog. Unten gibt es die Schaltfläche Neues Kopie. Und das war das Eingeschaltete. Jetzt gebe ich hier einen Namen ein Projekt und 01 oder so. da wollte was. So. Warum will er das nicht? Jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, bestätigen. Und wir kriegen hier eine komplette Kopie des Inhaltes. Machen das gleiche wie eben. Wir öffnen das Detail. Und dann kann es losgehen. Und zwar aktivieren wir uns einfach auf einmal das, was wir jetzt für die Wand benötigen. Also wir haben ein 180er Riegelwerk. Wir wollen das Ganze mit Schneidflächen, damit wir auch das dann kurz noch einmal präsentieren können, eine neue Funktion zur Version 29, ja, elementieren mit Schneidflächen. Für eine 15 mm Platte haben wir das hier angelegt. Dann würde ich sagen, ja, das reicht mal für die Bundseite und für die Gegenseite. Dann nehmen wir eine Holzweichfaserplatte, eine Unterkonstruktion und die Fassadenschalung. So, wenn ich alles habe, was ich in der Wand haben möchte, dann kopiere ich mir das einmal. Hier oben steht es geschrieben, 5 mm nach rechts. Meter. 5 Meter. Das muss jetzt keine 5 Meter sein, das ist einfach nur ein Maß, damit man das einfach sauber wieder zusammenschieben kann. Und jetzt sehen wir hier noch, dass auf der Oberseite hier in der Datei, da ist die Bundseite platziert, weil es ja gleich auch darum geht, die Hülle zu erzeugen. Also die Bundseite ist oben. Die Gegenseite ist auf der unteren Kante. Das heißt, diese Schicht, die möchte ich auf der Bundseite platzieren und kann das jetzt einfach vertikal verschieben. Und dann haben wir hier diese Schichten, die kann ich erstmal alle vertikal verschieben. Und dann muss das Ganze noch zusammengeschoben werden.
Und dann habe ich hier im Grunde genommen jetzt schon meinen Wandaufbau. Das hier ist außerhalb der Hülle gleich, darum blende ich das einmal aus und kann jetzt hier eine Wandhülle automatisch erzeugen lassen. Da ich leider immer vergesse, wo die liegt bei mir, gucke ich einmal in den Funktionstasten. Habe hier ja, jetzt speziell für diese Elementbaupräsentation Elementbaueigenschaften hier auf die F-Tasten gelegt. Und ich möchte Wandhüllen automatisch erzeugen mit F5. Wenn ich hier schon drin bin, kann ich das auch hier vorne über einen Doppelklick machen. Und wähle mir die Farbe aus. Und habe dann die Hülle erzeugt. Sehe aber, dass die hier nicht ganz rüber gelaufen ist. Dann muss ich das noch einmal korrigieren. War die nicht aktiv vielleicht? Ja, vielleicht hatte ich das nicht mit aktiv. Jedenfalls. Also auf alle Fälle Wandhüllen automatisch erzeugen, legt automatisch eine Wandhülle um alle aktiven Elemente, die einer Bauuntergruppe oder Baugruppe zugewiesen sind. Das kann sein, dass die vielleicht, ja, Ja. weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Bundseite wird dann auch immer dahin gelegt, wo von der Schwelle die Höhenachse hin zeigt. So kann man das auch schon vordefinieren, dann auf welche Seite dann die Bundseite gelegt wird der Hülle. Genau, also hier sehen wir, dass bei der Schwelle die Höhenachse ja, nach Ja. rechts zeigt, darum ist die Bundseite rechts. Und so ist das auch hier in diesem im Lager letztendlich vorbereitet und darum ist hier einmal vordefiniert, die Bundseite soll eben hinten liegen, weil die ganzen Höhenachsen alle nach rechts hinten zeigen. Ich möchte mal So. einmal ganz kurz das obere Element noch mal ganz kurz anklicken. So, da. Dieses. Steuerung E noch mal drücken. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob Bauteile, keine Kontrolle, ob Bauteile innerhalb der Hülle ist auch angehakt, genau. Genau. Dann wird das auch erstellt, nicht, dass das dann rausfliegt. Ja. Ja, okay. Also das ist das Stoppelement in vertikaler Richtung. Jetzt müssen wir die Sachen noch zuweisen. Ja, genau. Zuerst braucht man noch einen Namen für unsere Wand. Das hat jetzt hier den Standardnamen Wandhülle. Das sollte natürlich etwas spezifischer sein, allerdings so. Nennen wir es mal spezifisch Test 01 oder so. Ja, gut. Test 01. Und dann müssen wir die Elemente Der zuweisen. Hülle, genau, alles aktivieren. Da können wir also jetzt einmal das Wasser um alles ziehen und dann gehen wir hier auf Elemente automatisch zuordnen. Wir sehen, das wurde erfolgreich aktualisiert. Und dann müssen wir das Ganze noch dem entsprechenden Detail zuweisen. Also im Moment ist das hier noch keiner Szene zugewiesen. Das machen wir dann hier unten mit Elemente zu Details hinzufügen. Und das Ganze ist ein End, ein Wandende. Und jetzt Mal kurz gucken, anklicken, die Hülle, Steuerung AY, ob das obere Bauteil auch zugewiesen ist. Steuerung AY zur Wandsituation, AY. ja, passt, ist auch zugewiesen worden. Genau. So, da gehen wir wieder raus aus dem Shading, aus dem Drahtlinienmodus. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch speichern, sonst wird es nicht angewendet. Und wir können uns diese Wandhülle direkt nehmen, in ein Clipboard schreiben und damit in unser 3D wechseln. Was haben wir hier? Nee. Was haben wir hier? So, und da können wir das einfügen. Und damit wir dann auch sehen, dass da wirklich was passiert, machen wir das mal noch ein bisschen länger.
8 Meter in der Länge und auch in der Höhe möchte ich das noch strecken um einen halben Meter und ja, dann können wir vielleicht noch da einen Schnitt, kann ich das sehen? Hast. Jetzt. So, das war durchschneiden, also können wir den noch wegschmeißen. Und dann gucken wir, was passiert. Haben wir das Detail schon? Ja, Projekt haben wir eingestellt, genau. Und ja, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, mal die Zeit gestoppt. Da waren wir, glaube ich, aber auch fast noch ein bisschen schneller als jetzt. Ja. Aber da hatten wir, glaube ich, 4 oder 5 Minuten, um bis an diesen Punkt zu kommen. Und Genau. ja, wir sehen. Zoom mal ein bisschen ran. An der Ecke ein bisschen irgendwo. Genau so. Jetzt sehen wir die. Ach, oh, naja, die Höhe. Genau so ein Ding da oben erwischt. Jetzt nehmen wir mal die Außenfassade weg. Anklicken, Steuerung A nach Material vielleicht. Dann haben wir die Unterkonstruktion schon mit drin. Ja, und da können wir Genau. auch gerade noch so Genau mal oder so. gucken. Dann Also sehen wir auch die das Stiele. passt alles zueinander. Und ja, was ja jetzt noch hier mitgelaufen ist, das ist die Elementierung mit den Schneidflächen. Also wir sehen hier, sind die ganzen Platten schön auf der Achse geschnitten, obwohl die Eigenschaft dieser Platten verschweißen in Achsrichtung ist. Also erstmal wurde eine Platte komplett über die ganze Wand gezogen und über Schneidflächen, die aber jetzt hier in der 3D gar nicht mehr auftauchen, wurden die dann in Einzelsegmente unterteilt. Also eine sehr schöne neue Funktion im Elementbau, die, glaube ich, ja, das Verteilen viel einfacher macht. Auch gerade in den Eckbereichen oder so. Manchmal in den Ecken müssen Sie die Verteilplatte kleiner schneiden. Dann müssen Sie aber vorher nochmal eine Verteilplatte wieder hinterher kopieren und so. Das brauchen Sie nicht mehr, weil Sie brauchen nur noch diesen Schneidkörper verschieben und alles andere passt sich automatisch an. Also das ist wirklich, ich glaube, ich würde nur noch mit diesen Flächen arbeiten. Ja, gut. Mit dem Bild wäre ich dann oder wären wir dann durch mit dem, was wir zeigen wollen. Ganz kurz noch eine Öffnung ist auch schon vorbereitet. Das werden wir mal in einem späteren Video nochmal zeigen, wenn du nochmal ganz kurz ins Detail gehst, nur um das zu zeigen. Genau, also hier haben wir daneben auch nochmal ein paar Öffnungen liegen, wo schon die Stiel- und die Riegelwerksdicken angepasst sind. Da müssten Sie halt nur noch diesen Hüllennamen ändern und die Elemente nochmal an die richtige Position schieben, der Wände, der Dicken, also die Dicke der Wände. Und damit können Sie dann später auch schnell nochmal die Öffnung passend dazu ergänzen. Ja, und in der Regel ist es eigentlich, um jetzt schnell eine Massenermittlung, schnell ein Angebot erstellen zu können, ist das eigentlich ausreichend, wenn Genau. man ein funktionierendes End- und Open-Detail hat. Genau. Sie können ja auch Ecken erstellen, wenn du nochmal zurückgehst, einfach nochmal optischer Übersicht. Sie können ja auch einen Grundriss erstellen und nachher sagen, Sie wollen einfach erstmal nur alles elementieren. Und nur Wandenden benutzen. Das heißt, wenn Sie schnell eine Massenermittlung benötigen, dann reicht meistens ein Ende und eine Öffnung aus, um schnelle Massenermittlung zu haben. Da müssen Sie nicht jede Ecke schon mal vordefinieren. Ja, das wäre es eigentlich. Und ja, das ist dann ein Detail oder ein Baukastensystem, was Sie sich persönlich anlegen mit Ihren persönlichen Farben, Einstellungen, Materialien und so weiter. Ja, das Genau. war's. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch mit dem, was wir zeigen wollten. Ich hoffe, es ist einiges dabei, was Sie nutzen wollen, nutzen können für die Zukunft. Wenn es irgendwo zu Problemen kommt, ja, melden Sie sich im Support. Und dann würde ich sagen, wir wünschen Ihnen
Gutes Gelingen, viel Erfolg, viel Spaß mit dem Elementbau und mit den weiteren Neuigkeiten. Und ja, bis bald. Danke fürs Zuhören, Vielen Dank. Tschüss. Zuschauen. Tschüss.